Liebe Julia, schön, dass du wieder da bist. Freut mich sehr. Wir fangen heute mal an mit den Zuschauerfragen, die uns erreicht haben. Und Dennis hat gefragt. Einen ganzen Fragenkatalog hat er geschickt und ich lese den jetzt mal vor und wir werden dann auf die einzelnen Fragen eingehen. In Ordnung. Und so, er stellt die Frage, wieso bist du von Deutschland nach Russland gezogen? Ich denke mal, diese Frage haben wir in unseren vorangegangenen Interviews schon beantwortet, nämlich, dass dich die Liebe da hingezogen hat zu den Landsitzen und zu deinem Ehemann. Genau. Zusätzlich bestand ja vorher schon die Liebe zu Russland. Plus, ich wollte halt die Pioniere der Landsitzbewegung kennenlernen und deswegen, das hat mich nochmal zusätzlich motiviert, nach Russland zu gehen. Und es gibt außerdem es gibt ja viele Vorbilder dort und es gibt so ein paar Bedingungen, die es sehr günstig machen, wenn jemand mit der Natur leben möchte, dass er dann nach Russland geht. Natürlich kann man auch in andere Länder gehen, wo das Land günstig ist, also das ein Stück Land günstig ist und wo die klimatischen Verhältnisse entsprechend sind, sodass man da gut mit der Natur leben kann. Mich hat es aber nach Russland gezogen, weil dort für mich alle Faktoren zusammenkamen. Bei der Gelegenheit möchte ich dann nochmal unsere anderen Landsitzliebegruppen erwähnen. Zum Beispiel gibt es dort auch eine für Portugal und Spanien, wo es von den klimatischen Verhältnissen her sicherlich wirtschaftlicher ist als in Russland. Allerdings war ich ja im Süden von Russland und dort ist das Klima vergleichbar mit dem Klima in Norditalien. Ja, und selbst die Winter sind manchmal schneelos, ohne Schnee. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Man ist so programmiert darauf, dass man denkt, Russland, kalt, Schnee, Eis. Ja, das ist so im Kopf drin, dass es im Süden Russland so wunderschön ist. Das hat man einfach nicht auf dem Schirm. Ich mache noch eine Anmerkung. Es gibt in Russland sogar eine Region, wo die Klimazone subtropisch ist. Das ist hinter Sotschi. Und dort wachsen sogar Zitrusfrüchte. Genau. Ja, ja. Da wohnen, glaube ich, auch die Reichen und Schönen. Und da fanden doch auch mal die Olympischen Spiele statt. Daran kann ich mich erinnern. Ja, genau. Ja, dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage, die der Dennis gestellt hat. Und zwar fragt er, wie du den behördlichen Stress geschafft hast. Er meint sicherlich die Einreisegenehmigungen und so weiter, das An- und Abmelden. Ich erzähle erst mal kurz, wofür ich wann welche Dokumente brauchte. Und dann erzähle ich, wie ich die bekommen habe. Also die erste Zeit konnte ich nicht sofort einen Aufenthaltstitel beantragen, dass da noch keine Grundlage dafür bestand, um den beantragen zu können. Grundlage wäre entweder eine Firma in Russland oder eine berufliche Tätigkeit in Russland oder in Russland verheiratet zu sein oder in Russland eine Immobilie zu haben oder in Russland Kinder zu haben. Das hatte ich alles nicht. Deswegen war ich am Anfang mit Business Visa in Russland und musste immer ausreisen und dann wieder einreisen, immer auf Basis von Visa. Und wie lange kann man dann bleiben, wenn man... Da kann man 3 Monate bleiben. Das ist sozusagen eine Variante, die ist sehr bewährt. Da kann nicht viel schief gehen. Allerdings muss man dafür halt immer ausreisen, wieder einreisen, hat die entsprechenden Kosten und den entsprechenden Aufwand mit der Neubeantragung. Das heißt, logischerweise will man, wenn man in Russland leben will, irgendwann einen Aufenthaltstitel. Und das Einfachste wäre vielleicht, wenn man sich eine Arbeit in Angestelltenverhältnis suchen würde. Das kam bei mir nicht in Frage, weil ich ja auch wusste, ich komme bald mein Baby. Und deswegen haben wir dann einen Aufenthaltstitel auf Basis unserer Heirat beantragt.
Das heißt, ich war schon verheiratet und hatte nicht automatisch damit das Recht auf einen Aufenthaltstitel. Ich hatte nur eine Grundlage, um einen Aufenthaltstitel beantragen zu dürfen. Das habe ich gemacht und es ist tatsächlich nicht einfach. Und ich weiß, derjenige, der die Frage gestellt hat, der Dennis, ist in einer ähnlichen Situation, deswegen stellt er ja. Also daher kommt auch die Frage. Genau. Ja, liebe Grüße, Dennis. Und viel Erfolg. Ja, tatsächlich wird da sehr viel Wert darauf gelegt, dass wirklich alles korrekt geschrieben ist, ja, dass das Format hundertprozentig eingehalten wird bei allem. Und dazu braucht man am besten die Hilfe von einem Anwalt oder von Menschen, die sich einfach beruflich damit beschäftigen. Und auch ich hatte am Anfang ich war nicht kompetent in dem Bereich, ja, wie man sowas beantragt, so einen Aufenthaltstitel. Und dann haben wir auch einen Fehler, hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, dass mal ein Buchstabe falsch geschrieben war. Bei meinem Zweitnamen, der Zweitname im Pass entsprach nicht dem Zweitnamen im Visum, was eigentlich das Konsulat falsch gemacht hat, als ich das Visum beantragt habe. Aber das hätte ich halt erkennen müssen, reklamieren müssen und so, dann gab es entsprechend einen Fehler in diesem Antrag und dann musste der Antrag, dann lief der eine Weile, dann kam der zurück und dann haben wir sozusagen viele Monate an Zeit verloren und mussten den Antrag neu stellen. Und letztendlich hatte ich den ersten Aufenthaltstitel erst nach, ich glaube, 2 Jahren in Russland. Ich musste auch meine Tochter, die Varvara, in Deutschland zur Welt bringen, weil ich in dem Zeitraum, wo die Geburt stattfinden sollte, kein Visum für Russland hatte. Oh Musste dann nee. im 8. Schwangerschaftsmonat ausreisen, mit der Angst, im Flugzeug abgelehnt zu werden. Oh, was für ein Genau. Stress. Und, ja, voll der Stress. Und ging alles gut. Und ja, das sind halt da. Ja, also da gibt es keine Ausnahmen mehr für solche Fälle oder keine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Jedenfalls kannte ich keine damals. Genau, das hat 2 Jahre gedauert. Da gehört auch dazu, wenn man in Russland leben möchte, muss man genauso wie wenn man in Deutschland leben möchte als Ausländer, bestätigen, dass man die Landessprache spricht, bestätigen, dass man die Grundlagen der Staatskunde, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, kennt und die Grundlagen der Geschichte kennt. Man muss viele medizinische Tests machen. Ich glaube, man muss auch einen gewissen Kontostand vorweisen und noch ganz viele andere Angaben machen, ja, über Verwandte. Da wird alles einmal abgefragt. Alle So. Kontakte. Ja. Ja, ist ja schlimm. Richtig krass. In ähnlicher Form wird das aber hier auch praktiziert, ja, wenn jemand nach Deutschland Ja, einreist. manchmal ist es zu viel, manchmal zu wenig. Ja. Also die Frage wurde allerdings auch gestellt, wie das ist mit dem Russischen. Und ich denke mal, das Wichtigste ist überhaupt, dass man die Sprache beherrscht, weil so schnell fällt einem im Kyrillischen ja gar nicht auf, dass ein Buchstabe falsch geschrieben ist. Also mir würde das nicht so Ja. schnell auffallen. Ja, Also, das da. ist bestimmt. Also. Tatsächlich, das ist eine große Hürde, ja, das stimmt. Also wenn man die Sprache nicht spricht, die Landessprache in dem Fall, dann, also nicht nur, dass man in den Test nicht besteht, diesen Sprachtest, sondern zusätzlich natürlich schleichen sich eventuell noch Fehler ein. Aber da würde ich dann immer empfehlen, jemanden dazu zu holen, der sich entweder professionell mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Einwanderung oder der einfach, ja. Anwalt oder einfach dessen Muttersprache Russisch ist, also 100% Also, sind das nicht. du hast gerade eben halt auch noch die medizinischen Untersuchungen erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Was möchten die da wissen? Also ich kann mich erinnern, dass man da unter anderem einen AIDS-Test macht, einen Lepra-Test, aber auch ganz viele andere Tests. Da muss man zu gefühlt 10 Ärzten. Zum Glück sind die alle versammelt in einem Gebäude, wenn man da zu den richtigen Stellen geht. In Großstädten gibt es da spezielle Testcenter für Ausländer.
Da wird auch geröntgt, das weiß ich noch, und unterschiedliche Blut abgenommen und so. Da wird einmal gecheckt, dass man dann nicht krank emigrieren möchte. Ich weiß nicht, was passiert, wenn da was positiv getestet wird. Das weiß ich nicht. Und zusätzlich ist das erst die erste Stufe. Danach gibt es dann noch die zweite Stufe. Also das eine ist eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung und das andere ist dann ein Aufenthaltstitel. Den Aufenthaltstitel habe ich dann schneller bekommen, ein Jahr später, weil ich zwei russische Kinder habe. Also zwei Kinder mit einem russischen Pass. Meine Kinder sind eigentlich Deutsche und Russen, aber da sie auch Russen sind, falle ich unter ein Gesetz oder. Also interessant. Du wirst da also auf Herz und Nieren geprüft, selbst wenn man dort hin heiratet und auch zwei Kinder dort gebiert. Ja. Ja, es sind schon ganz schön, ja, gut, natürlich wäre es wahrscheinlich wirklich am einfachsten, man hat dort einen festen Arbeitgeber. Ich habe noch nicht erzählt, was es bedeutet, in Russland heiraten zu wollen als Ausländer. Das ist auch noch mal eine spezielle Prozedur. Da muss man auch schon. Das ist wie so ein Test, wenn man will. Also wie ernst ist es einem jetzt wirklich, so, weil da alle Dokumente zusammenzubekommen und die Erlaubnis zu bekommen zu heiraten, das ist ja noch mal ein extra Thema. Also Ja, dann lass uns doch gerne im nächsten Interview nochmal einhaken. Dann berichtest du uns darüber. ich weiß nicht, Ich freue mich. ob es das bringt. Also wenn da Zuschauerfragen kommen, weil ehrlich gesagt will ich da nicht so den Fokus aufsetzen jetzt in unserer Interviewreihe. Ich finde, wir haben hier ein schönes Thema, Leben in Russland und dieses Thema mit der Bürokratie. Also ich wünsche, dass ich darüber spreche, kann das gerne bitte nochmal in den Kommentaren betonen. Werde ich Das ist nochmal drin. okay. Komplett in Ordnung, das kann ich gut verstehen. Es ist aber schon nicht so einfach, wie du sagst. Einfach, ich gehe mal eine Runde nach Russland und dann lebe ich da. Da gehört schon eine Menge dazu. Ich danke dir für den Einblick, den du unseren Zuschauern damit gewährt hast. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Mich auch. Bis dann. Mach's gut, Liebes. Ja, du auch.